Ja, die werden auch Luft stauen wie sonst nichts. Eben. Okay. Jetzt ein Magier mit Zauberzeichen. Dann nehmt ihr Kapok mit, sonst noch irgendwen. Mira kommt mit? Nein, kommt nicht. Nein. Wir kaufen eine Ziege gegen ja. Esel, hat sich Zulamini ausgesprochen. Ich denke nicht, dass wir Leute aus der Mannschaft mitnehmen. Alles, was die machen, ist im Weg sein. Ich nehme meinen Bluthund aber mit. Das finde ich tatsächlich sogar eine gute Idee. Vielleicht sollten wir unsere Aufzeichnungen, also die Briefe mitnehmen. Die Tagebücher kann sonst alle genau. Kanisitianer verwahren. Nee, ich dachte mir, ja, das wollte ich gerade nicht irgendwie. Nee, ich dachte mir, die Aufzeichnungen, die wir über den Magiergrafen und Eos haben. Ja, okay. Ich biete mich auch an, die Tagebücher zu verwahren für euch. Das kannst du vergessen. Okay, dann packen wir aber die Aufzeichnungen in eine versiegelte Rolle und machen sie erst auf, wenn wir da sind. Wir können ja in Ölpapier einschlagen. Sollen wir den Sklavenjungen zusätzlich als Dschungelführer mitnehmen oder reicht da der Utulu? Also Kapok. Wann war der Sklavenjunge zuletzt in einem Dschungel? Also der war. Er ist erst seit ein paar Tagen. Fünf Tage. Stimmt ja. Er ist erst seit ein paar Tagen Sklave. Also. Tut mir leid, dass ich nicht weiß, wie jeder von euer Bums-NSCs seine Lebensgeschichte verbracht hat. Dein Sklave, du entscheidest. Und es ist ein Viertelzauberer, also der kann uns vielleicht nutzen. Ja, finde ich tatsächlich das Beste, soll jemand das entscheiden. Ist ja, dann nehme ich den. Er ist ja leicht. Er ist ja nicht schwer beladen, dann kann er meine Abalone tragen. Puh, wow, ja, okay, dafür ist er da. Gut. Dann könnt ihr Kapok und euren Mohaha-Sklave mitnehmen. Zulamin? Und Zulamin kümmert sich noch um eine Verschleierung gegen Insekten. Okay, dann tragt ihr eure Pasten auf, die ihr von Kanesetiana bekommen habt und könnt aufbrechen, ja? Ich nehme an, wir können genug von dem Zeug für die ganze Reise mitnehmen. Ja, doch. Ihr habt einen herausragenden Alchemisten dabei, das soll. Nee, weil wir tragen die jetzt auf, wir waschen uns vermutlich auf dem Weg nicht, aber wir schwitzen die vermutlich irgendwann trotzdem runter. Wie war das mit dem Charisma-Malus? Wahrscheinlich 2 oder 3. Ich schau nach. Ich glaube nicht, also, dass Zulamin das mitmacht. Also, solltet ihr in Edas auf Zivilisation treffen, ne? Ihr habt jetzt einmal die Paste, ne? Auf dem Rückweg habt ihr sie nicht mehr, solltet ihr euch waschen. Deswegen sage ich ja, dass wir genug für die ganze Reise mitnehmen. Also, dass wir nochmal auftragen können. Also eigentlich musste man die jeden Tag erneuern. Ja, deshalb. Ja gut, stinken werdet ihr trotzdem. Also okay, zu lange muss ich nicht auftragen. Du kannst sie auch weglassen. Also wenn du sagst, es hat irgendwie Tag Nachwirkung, okay, meinetwegen geschenkt, aber ich trage sie trotzdem auf. Also Zulamin ist eitel und ich denke, die wird erstmal abwarten, wie groß der Leidensdruck ist. Ja, finde ich natürlich gut, ne? Wenn du eitel bist, dann nicht. So brecht ihr auf. Vorbei an den zahlreichen Gassen, die wieder vollgestellt sind mit irgendwelchen Dingen von Schiffen, Schränken aus Häusern und anderem Unrat, bis dann vor euch die kleine Stadtmauer aufragt, an der ihr vorbeigehen könnt. Ein kleiner Trampelpfad, der sich dann hier in südliche Richtung schält, direkt in die Mangrovenwälder hinein. Sumpfiges Gebiet, das Meer zieht hier auch noch stark ins Land hinein. Also dass es dann hier keine richtigen trockenen Lichtungen gibt, sondern alles ist irgendwie drückend schwül, es ist besonders heiß. Und direkt, wenn ihr eintaucht in den Dschungel, dann seid ihr den Stechmücken quasi schutzlos ausgeliefert, außer ihr habt eine Salbe. Und neben euch noch ein paar Reisbauern, die dann hier irgendwie ihren Reis anbauen oder irgendwelche Schotterknollen, die dann hier gezogen werden, die euch so ein bisschen mitleidig anblicken, denn sie wissen, wohin ihr wollt. Gut, der Dschungel ist ein Geflecht aus bodenbedeckten Blattpflanzen, halbhohen Sträuchern, glattrindigen Mohagonibäumen und gigantischen Alveranspfeilern, auf deren rissiger Kruste Moose, Farne und Lianen schmarotzen. Durch dieses feuchte, in allen Grüntönen schimmernde Dickicht sickern nur wenige Streifen Sonnenlicht. Die schwüle Luft dringt euch schnell durch die Kleidung und badet euch in Schweiß. Schmetterlinge flattern um bunte Blüten von Orchideen und Pfeilblüten, kleine Echsen huschen über den verrottenden, laubbedeckten Boden und Tropfen fallen herab. Das Holz der Bäume knarrt und knirscht, als ob sie gleich euch begraben wollen, wie ihr unter ihnen durchgeht. Und von weit oben gedringt das Geschrei der Vögel und das Keckern von Affen. Die grüne Hölle von Meridiana erwartet euch. Seht ihr das? Ich schwöre, die sind groß wie Tauben. Im Süden ist es heiß. Gibt's mehr Wald als Eis? Eis kann man nicht essen. Sie haben den Geschmack vergessen. Oh, trink doch etwas. Ist so ein schöner Tag. Ja, auch nicht so etwas Schreckliches, wie ihr gerade tut.
Ja, Jalan, das ist eigentlich schon fast paradiesisch. Zwar sind hier überall Stechmücken, aber das erinnert doch eher an den grünen Garten von Zar und nicht so sehr an die Giftküche von Maraskan. Weiß nicht, Maraskan war irgendwie schöner. Das hier ist einfach nur grün. Dort war es wenigstens bunt. Dann von jedem bitte mal eine Wildnislebenprobe. Ich erschwere sie um 5 und dschungelkundig hilft. Maraskan-kundig hilft mir nicht aus der Patsche. Die Hälfte. Also sumpfkundig? Sumpfkundig hilft hier? Mangrovenwälder? Die Hälfte, ja, die Hälfte. Die Hälfte 1 oder die Hälfte 2? Ich gebe euch 2 Punkte für Sumpf und 2 Punkte für Maraskan. Okay, dann habe ich noch eine 8 erschweren. Nicht 89, 8, Daru. So. Das sollte ich aber hinkriegen. Ja! So, Rafim hat das nicht geschafft und Abel mir auch nicht. Und bei Boltax bleiben 3. Das ist lange her. Aber ich habe auch den Trank des ungeänderten Wegs getrunken. Also, falls es schauen wir mal. Um sowas geht. Ja, Boltax, du bist der Erste. Du trittst so ein bisschen auf dem Trampelpfad entlang und singst ein bisschen, pfeifst ein bisschen, machst ein schönes Leben, da du jetzt von Sumu beschützt bist und trittst dann vor dir auf so einen durchgebrochenen morschen Ast, der so ein bisschen im Weg liegt, achtlos so ein bisschen beiseite getreten und kannst sehen, wie dann eine Unzahl von Maden, Käfern und Ameisen, von Krabbeltieren aus dem Ast hervorwuchern. Irgendwie viel zu viele, die in diesem Stamm Platz gefunden haben, als ob das schon irgendwie unlogisch wäre. Oh, seht einmal, wie stark der Humus hier vertreten ist. Abelmir kommt heran. Schaut euch das an. Das ist ja widerlich. Seid ihr jetzt unter die Käferexperten gegangen? Nein, aber ihr habt doch erst vor kurzem einen wunderbaren Humus-Elementar beschworen. Ich dachte, es würde euch reizen, das Ganze hier zu sehen. Diese Konzentration von Humus, das Leben, das pulsiert. Oh. Ihr solltet davon zurücktreten, diese Ameisen sind Menschenfresser. Ah, aber keine Zwergenfresser, mir werden sie nichts tun. Ja, derweil Rafim tritt voran und hackt mit seiner Machete die einzelnen Äste beiseite und irgendwie so ein Ast, der so halb vor dir hängt, kannst ihn so ein bisschen beiseite schieben und merkst du einen ekelhaft beißenden Stich in deiner Hand. Oh, Mistviecher. Ja, du blickst auf deine Hand und siehst, wie dir ein großes Loch drin ist. 2W6 Schadenspunkte. Das waren wohl keine Fliegen, sondern irgendwas hat da mit seinen ekelhaften, vielleicht Mandibeln nach dir gehackt. Und wenn du dir nochmal den Ast anblickst, kannst du sehen, wie der wohl kein richtiger Ast war, sondern dich dunkle Insektenaugen anstarren und finstere Greifwerkzeuge, die blutverschmiert sind. Ein perfekt getarntes Insekt, das dich anstaut. Ich wiederhole, Mistviecher, passt auf, hier sind irgendwelche Insekten in den Bäumen. Nun, am besten fasst ihr einfach nichts an. Ja, das war der Plan. Ihr könnt auch gerne vorgehen und mit dem Blade hacken. Ja, komm. Ihr habt gesagt, wir sollen nichts anfassen. Ich möchte das nur noch einmal herausstellen. Ihr sagt, wir sollen nichts anfassen. Und ihr sollt nichts anfassen, das beißt. Komm, tritt zurück, Rafim. Ja, Sulaimin, verbind ihm doch die Hand, bitte. Ja, dann hauge ich vor uns den Weg frei. Das geht vermutlich langsamer voran als bei Rafim, weil ich natürlich nicht Rafim bin. Ja, ihr könnt dann Rafim die Hand verbinden und versucht dann weiterzugehen. Sinnschärfe. Alle außer Abelmir. Alle außer Abelmir. Kommt jetzt der Nachtwind. Ja, Abelmir fehlt. Abelmir ist einfach weg. Kapitän? Kapitän! Wo ist der denn? Eben hat er sich noch die Insekten mit mir angeguckt und jetzt ist er weg. Hm? Hat er irgendwem was gesagt? Aber mir? Sollte nicht jemand auf ihn aufpassen? Ich habe auf ihn geachtet. Vielleicht okay, ist er schon vorgegangen. Niemand bewegt sich. Wir drehen uns jetzt um und gehen denselben Weg wieder zurück. Nach einem kurzen Fuchsweg können sowohl Zulamin als auch Diamantis erkennen, wie Abelmir auf einer kleinen Lichtung steht, so ein bisschen halb im Sumpf eingesunken, bis zu den Knöcheln, und er starrt einen großen Schmetterling an. Abelmir! Captain? Da drüben, da ist er ist eingesunken.
Er sinkt weiter und weiter ein. So schön. Ich versuche eine Seilschlinge zu machen und sie zu Abelmeer zu werfen. Ich werfe eine Fesselprobe. Haben wir denn Seile dabei? Hallo, wir sind Abenteurer. Ja, das heißt noch nicht, dass wir Seile dabei haben. Ich werde ja, so eine Liane kannst du auf alle Fälle nehmen. Die sind ja hier viel. Ich werde jedenfalls kurz einfach mal ein Messer nach diesem Schmetterling werfen. Schwebt der Schmetterling auch, vor ihm oder ist das auf seiner Hand? Vor ihm auf der Stelle. Ja, dann, besser drauf. Er wirft, ich ziehe meine Ballestrina und schieße. Ich würfel einfach mal. Auf die Entfernung vermutlich nicht getroffen. Also wahrscheinlich 10 Meter, ne? Ist das 10, warte, 10 Meter sind nur die plus 4, der plus 4 Reichweite für mich. Wahrscheinlich sogar geklappt haben. Also es kommt darauf an, ob der Schmetterling eine 6 Erschwernis oder noch mehr gibt. Ja, das ist ein winziger Gegner, ne? Du kannst gerne mal, genau, ist ein winziger Gegner, ich glaube, das ist plus 8, ne? Damit ist es nicht geschafft. Nee, damit wäre es tatsächlich nicht geschafft. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich habe mir auch keine Zeit zum Zielen genommen. Das ist ja so eine Handgelenksreaktion. Ich werde dann einfach die Arme verschränken und wenig angefriemelt sein und darauf warten, dass Diamant endlich seinen Schuss macht. Ja, ein Knallen und dann verschwindet der Schmetterling aus der Luft und liegt einige Schritte weiter durch einen Bolzen durchlöchert. Ja, es gibt einfach nur eine riesige Farbexplosion, als die Flügel zerspringen und alles bunt schillert. Oh, sehr schön, hast du genug gesehen? Komm endlich da raus. Was? Er holt mir raus. Wirf mir ein Seil zu. Hab ich. Was denkt ihr, der Mann das? Da greift das Abelmir. Ja, ich würde nach dem Seil greifen und mich dran festhalten. Abelmir, du fühlst dich auch noch so ein bisschen taub und dumm. Als hätte Preios dich gestraft. Okay. Aber das ist normal. Hey. Rafim, kannst du mir helfen? Geht das mit deiner Hand? Ja, kein Problem. Was denkst du, Diamantis? War das hier irgendwie magisch? Ich weiß nur, dass Boltax müsste das wissen. Du hast doch schon mal von solchen erzählt, Schmetterlingen, die so eine Wirkung haben. Ikenaria? Oder wie hießen die? Ja, ja. Ach, das war so einer. Müsste so einer gewesen sein. Ich bin überrascht, dass Abelmir sich von so einem hat einlullen lassen. Geht das euch gut, Abelmir? Sulamin hilft ihm mal hoch und, Ja, was war los? Ich sah so wunderschöne Farben. Wie sag ich es? Ihr seid auf einen sehr billigen Trick hereingefallen. Ein Insekt. Billig kann er nicht sein, wenn er mich überwindet. Ja, sagte ich ja. Ihr fandet ein Insekt bezaubernd. Nun, auf solche Arten von Hexerei hereinzufallen, ist das Schicksal derer, die nicht stets wachsam sind. Ja. Nun, Wenn du dir öfter im Preios-Tempel zur Predigt sein, wüsstet ihr das. Altum ist die Insel der Schmetterlinge, die in 1000 Varianten und Größen und in leuchtenden Farben vorkommen. Nur wenige davon besitzen einen Namen. Lotusfalter, blauer Admiral, fliegende Orchidee, schwarzes Auge, Sternenstäubling. Und während ihr weitergeht, könnt ihr natürlich nicht nur viele weitere Schmetterlinge erkennen, sondern teilweise in den Sümpfen stehend auch einige verwilderte und kauende Rastuder Drehhörner, die euch hier prinzipiell auch als Nahrung dienen können. Zumindest noch solange ihr nah an Charypso seid, könnte man sie sicherlich schlachten. Vielleicht gehören sie irgendwem, aber sie stehen erstmal verwildert irgendwo im Sumpf und kauen auf irgendwas. Oh, ich muss sagen, diese Lepidoptera sind schon sehr gruselig. Die was? Das ist der Fachbegriff für Schmetterlinge. Ja, gut. Ja, Mann, wir haben Glück. Hier in diesem Teil sind nur Schmetterlinge und auf der anderen Seite sind viele Panther. Das ist gut, Mann. Aber erklärt mir, warum sind Panther gut? Naja, weil Panther nicht hier sind, Mann. Ah, so meint ihr es. Und wie wäre das mit den Drachen? Altaïas von Drachenmagie. So richtig große? Ja, so richtig große, Mann. Alte Echsenstadt, niemand weiß warum. Nun, wenn wir noch etwas Zeit haben, können wir sie zerstören. Die Stadt oder die Drachen? Beides. Niemand weiß warum, aber Altaïa brannte. Ah, gut so. Das waren die Elementare. Sie kämpfen gegen die Drachen. Mann, das war Borberat. Nein, Borberat hat mit den Elementaren nichts zu tun. Der ist eher auf Seiten der Dämonen.
irgendwas in Altair, was Galotta haben wollte, und dann brannte Altair mal. Kann ich mich zurückerinnern an dieses bezückende, diesen bezückenden Edelstein in der schwarzen Festung? Den Edelstein in der schwarzen Festung? Das Auge des Sturms. Ja. Wollten wir den nicht auch noch irgendwann bergen? Also ich weiß nicht, ob ich zuordnen kann, muss ich mir sagen. Ja, doch, also beschriftet war es. Und wenn du dich jetzt auch genau daran erinnerst, du warst im gesplitterten Berg. Galotta hatte irgendein Artefakt aus Altair. Du erinnerst dich. Irgendein Sturmartefakt oder irgendein elementares Ding. Aber dann musstest du Ömer retten. Ja, leider. Gib nur einen Seufz vor mir, sag aber nichts weiter. Ja. Schwierige Erinnerung. Und während du in Erinnerung schwelgst, Isarun hatte dir auch noch etwas erzählt von dem Schlüssel von Gnaf Kaor. Dein Unheiligtum von der Gegengesinde. Man könnte tatsächlich noch einmal in den gesplitterten Berg so viele wertvolle Schätze, die Galotta da gehortet hat. Ja. So schade darum. Ja. Ich mach mir einen Geistbemerk irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Ja, dann pockst du gegen die gegen den ausgestreckten Arm von Rafim. Er ist fast voll Krokodil gelaufen. Was? Oh, danke, Rafim. Ja, geht's euch gut? Ja, ich dachte an die Vergangenheit. An die gute Vergangenheit oder an die dunkle? Nun ja, beides. Verpasste Gelegenheiten, könnte man sagen. Oh. Ich dachte, wir hätten gerade eben noch euch eingeschärft, dass dies nicht der Moment ist, um den Gedanken schwelgen zu lassen. Ja. Geht aber weiter. Ja, währenddessen kann Zulamin sehen, wie wohl in der Rüstung von Yalan von hinten irgendwelche Splitter stecken. Drei lange Nadeln. Ich habe keine Rüstung am Rücken. Ja, steckt trotzdem in deinem Fleisch. Ups. Yalan, euer Rücken, es sieht aus wie... Ihr solltet das rausziehen? Was ist es? Lass mich ja mal sehen. Sind wieder kleine bunte Federn dran, oder? Nein, du ziehst es raus, hältst es Yalan vors Gesicht, du erinnerst dich genau. Morphus. Es sieht aus wie Stacheln. Wir müssen hier weg, vorwärts! Ich laufe. Der einzige Gegner, der Yalan nach all den Jahren immer noch eine Gänsehaut bereitet. Was ist denn los? Morphus, vorwärts! Oh, was? Auch einfach, ich erklär's euch später. Sag einfach, sobald wir anhalten können. Der Pfad vor euch verläuft am Nordrand des feuchten Ilara-Deltas, wo im Gewirr von lehmbraunen Flussläufen und Papyrusschwärmen einige Flamingos leben. Regengrüner Wald und Dschungel bildet den Übergang vom sumpfigen Tiefland zur Savannenebene mit brusthohem Gras. Es gibt einige größere Lichtungen und auch die ein oder andere kleine Plantage, die man hier findet. Einige Feldarbeiter bauen Reis oder Iltok-Knollen an, Chatak-Wurz. Und je weiter ihr lauft, desto mehr erblickt ihr dann verlassene Plantagen und Dörfer, bis ihr dann am Abend eurer kleinen Expedition eine Stelle erreicht, an der wohl linke Hand eine viel benutzte Kupfermine abzweigt, die wohl allerdings auch verlassen ist und nur noch ein staubiger, ausgetretener Weg, der euch dann anzeigt, dass diese Mine vor Jahren verlassen wurde. Oh, schaut mal, eine Mine. Kein Wunder, dass hier keine Menschen mehr leben. Wundert mich, dass hier überhaupt ein Dorf ist. Menschen leben überall, wo sich etwas Essbares auftreiben lässt. Was hier wohl abgebaut wurde. Oh, ich gehe fast davon aus. Schaut doch einmal. Da kann man es sehen. Seht ihr das Gestein? Und hier ist noch eine leichte Färbung. Ah, das müsste eine Kupfermine sein. Ja, man kann wohl auch noch eine Beschriftung erkennen, dass es wohl eine Kupfermine war, aber das Pfer ist abgebrochen, sodass nur noch das irgendwie KU oder das ist wohl auch ein Stück vom K abgebrochen, CU, also Q-Mine. Ach, deswegen ist der Stein so grünlich. Ja, genau. Seht einmal hier. Na, die sich ansetzt. Aber bestimmt ist das Vorkommen erschöpft, oder? Nun, da müssten wir in die Mine hineingehen, um eine variable Aussage darüber zu treffen. Hier beginnt großes Tabu. Ihr könnt sehen, dort hinten an Pfahl.
Lass uns weitergehen. Ja, sehr schön. Wollen wir in die Mine hinein? Nein. Selbst unter der Annahme, dass wir eine perfekt erhaltene Mine, die noch jede Menge Material ausspucken könnte, vorfinden, hätten wir weder den Willen noch die Möglichkeit, den Abbau durchzuführen. Und ja, auch nicht ja. Kapitän, Mann. Es ist Nacht. Wir können nicht weiterziehen. Ich wollte genau auf diesen Umstand auch hinweisen. Und ich denke auch, es wäre eine gute Entscheidung, das Nachtlager vor Beginn dieser Tabuzone aufzuschlagen. Wie auch immer sie sich auswirkt. Bitte sag mir nicht, dass wir jetzt in der Mine nächtigen. Wir gehen in eine Mine. Wir könnten vor der Mine nächtigen. Okay, Mann. Ich nehme Ziege, okay? Wir müssen hier opfern, ja, Mann? Heute? Ich dachte erst morgen, wenn wir weitergehen. Nein, Mann, siehst du da, Pfahl mit blutiger Pfahl. Naja, gut. Du kannst sehen, Köpfe von Ziege und von Schwein. Ich werf einen kurzen Blick drauf, nur um festzustellen, ob sich da nicht andere Köpfe mit drunter mischen und gehe dann weg. Ja, du kannst noch einen kleinen Affenschädel erkennen. Ich würde mir die Mine mal angucken. Ich gehe mit Poltax. Ja, es gibt noch zwei verlassene Hütten, die Türen sind aber vermodert und verfault, irgendwie aus Bambusstückern oder sowas. Und die Mine ist sehr provisorisch, möchtest du meinen. Gerade Boltax als Zwerg, auch wenn du viel nicht damit zu tun hast, aber du hast natürlich dann auch schon die Künste deiner zwergischen Brüder dann mitbekommen oder deiner Schwestern. Und sie ist sehr tief, also für Zwerge gerade richtig, aber Menschen müssten hier wohl gebückt arbeiten und die ist nicht für Zwerge ausgelegt, sondern dann eher für gebückt gehende oder sehr krumme, schiefe Menschen. Okay, wie ist sie beschaffen? Also ist sie stabil oder droht sie über unseren Köpfen einzustürzen? Ich würde gerne eine Bergbauprobe würfeln. Spezialisierung unterirdische Städte zählt nicht. Nö, habe ich mir auch gedacht. Ja. Die Mine sieht stabil aus, also man kann die auch gut nutzen. Du kannst auch nach tierischen Spuren gucken. Hier hat es wohl auch kein Tier genächtigt oder sowas. Also kein Panther oder sowas, der hier drin sitzt. Das wird ja auch sonst ganz gerne mal gemacht, dass dann irgendwelche Bären hier reinziehen, wobei wir halt da nicht in den Höhenlagen sind für Bären. Aber ja, das sieht gut aus. Du kannst auch noch einige grüne Spuren erkennen. Das ist wohl angelaufenes Kupfer in irgendeiner Verbindungsart. Und die Menschen haben einfach schlecht und schwach abgebaut. Ne? Also da kann man noch viel rausholen. Und du bist dir auch sicher, dass das hier aufgegeben wurde. Nicht, weil die Kupfervorräte erschöpft sind, sondern wahrscheinlich, weil es einfach zu mühselig war, hier Energie reinzustecken. Oh, eigentlich noch eine recht ertragreiche Mine. Mit 100-200 Jahren Planung und 1-2 kräftigen Zwergen, die hier einmal für Ordnung sorgen. Ah. Wäre das ein ertragreiches Geschäft. Und vergiss dabei aber, dass du dann den Ertrag auch noch von hier bis nach und vermutlich Charypso schaffen müsstest und von dort aus verladen und von dort aus verschiffen. Nun. Und das wird mit so viel Verlust behaftet sein, dass es sich am Ende wieder nicht mehr lohnt. Ach, nun, das spielt ja jetzt doch keine Rolle. Wir müssen nicht unbedingt Narben in Sumus Leib schlagen. Nun, dann sag mir doch viel eher, ob wir hier nächtigen können. Ich gehe davon aus, sie ist soweit stabil. Dabei klopft Boltax einmal gegen einen der Stützpfeiler und Tiere scheinen hier auch nicht zu nächtigen. Vielleicht im hinteren Bereich 1, 2, 3 Fledermäuse, aber... Rafim, du merkst ein Ziehen an deinem Rücken. Och, scheiße. Ja, ich würde erstmal versuchen, auf meinen eigenen Rücken zu schauen. Das bekomme ich vermutlich nicht so gut hin. Zulamin, was ist auf meinem Rücken? Zeig mal. Die Tätowierung bewegt sich. Und? Es scheint die Tätowierung zu sein. Moment. Was bewegt sich? Alles. Es zieht, also du hast so ein. Es ist nicht unangenehm, es ist einfach so ein Ziehen, als ob irgendjemand deine Hautlappen oder sowas nehmen würde und in Richtung der Mine schieben will. Es ist ein merkwürdiger Effekt. Also die Tätowierung bewegt sich ja auch sonst. Man sieht, dass die Mähne flattert und so. Und es... Vielleicht missdeute ich es, aber es scheint uns in die Mine lotsen zu wollen. Oh, dann sollten wir die Mine erforschen. Boltax wird sich freuen. Ja, Boltax und Jalan sind ja sowieso schon da. Moment. Warum sollten wir in die Mine gehen? Weil seine Tätowierung? Weil Rafims Rücken uns das sagt. Ach, das ist doch kein Grund. Naja, mein Rücken ist schon relativ breit, also ich finde, das ist eigentlich ein guter Grund. Nun, wäre die Tätowierung magisch, würde ich befürchten, dass sie irgendwie mit dieser Tabuzone resoniert, aber
Nun ja, sie ist im Grunde genommen ein Werk des Göttlichen, also... Aber so etwas habe ich noch nie gesehen, vielleicht missdeute ich es. Vielleicht sind auch Jalan und Boltax in Gefahr und wir sollten deswegen einmal nachsehen? Die kommen gerade gut gelaunt aus der Mine. Oh, ja, eine schöne... Boltax, ich habe gute Nachrichten. Oh, bitte, sprich. Wir müssen die Mine erforschen. Oh, das sind gute Nachrichten. Es ist eine sehr schöne Mine. Tatsächlich noch viele Kupfervorkommen. Man hat hier sehr schlampig gearbeitet. Ich kenne mich damit nicht aus, aber es ist angenehm kühl dort drin. Kann man aufrecht drin stehen? Ja. Nein. Boltax, ja.